Ja, fast ein Drittel der Covid-19-Patienten entwickelt lebensbedrohliche Blutgerinnsel, so beschrieben auf der Webseite der Internisten im Netz. Den Link dieser Webseite, den gebe ich euch natürlich gerne in die Infobox. Ja, hallo meine lieben GeolebenTV-Zuseher und Freunde, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. So wie es wirklich ausschaut, verursacht Covid Blutgerinnsel, verdicktes Blut und fördert eben die Blutgerinnung, was sehr selten wirklich gut ist. Und auch bei der sogenannten Impfung traten und treten immer wieder Fälle von Gehirnblutungen und Blutgerinnungen im Körper auf. Auch wenn hier ein kausaler Zusammenhang zwischen Impfung und Blutgerinnsel dementiert wird und ich hier mich jetzt nicht auf eine Diskussion diesbezüglich einlasse, empfehle ich auf jeden Fall und vor allem auch mir selbst, in jedem Falle hier präventiv natürliche Blutgerinnungshemmer zu nehmen. Bei einer Covid-Infizierung mit wirklichen Symptomen ist ja, wie gerade gesagt, die Gefahr von Blutgerinnseln nachgewiesen. In diesem Video stelle ich euch meine 5 Favorites an natürlichen Blutgerinnungshemmern, also an Alternativen, an natürlichen Alternativen vor. Aber du weißt, die wichtigen Informationen kommen wie immer nach dem Intro. Ja, hallo meine lieben Zuseher, hier bin ich wieder, euer Geo von GeoLebenTV und bewusst gesund. Bei Geo kommen wir gleich mal zur Alternative Nummer 1, die Nattokinase. Genau, die Nattokinase werden einige von euch kennen, hat ja damals der Robert Franz ziemlich bekannt gemacht. Hier beschreiben wir sie einfach noch einmal, auch zur Wiederholung. Wir wissen, die Nattokinase wird eben aus fermentierten Sojabohnen gewonnen und gilt eben als sehr stark gerinnungshemmendes Enzym. Und in einer doppelblind und eben placebo-kontrollierten Studie am Menschen bestätigte sich die blutverdünnende Wirkung dieses Enzyms. Für die japanische Studie aus dem Jahr 2015 mit 12 gesunden jungen Männern zeigte sich bereits nach einer Einzelgabe von Nattokinase eine verbesserte Blutverdünnung, was ja bedeutet, dass die Nattokinase die Fähigkeiten des Körpers, Blutgerinnsel eigenständig aufzulösen, stark verstärkte. Weiter ist Nattokinase ja ein isoliertes Enzym, also kein natürliches Lebensmittel mehr und kann daher vermutlich auch in einer falschen bzw. zu hohen Dosierung ebenfalls zu einer zu starken Blutverdünnung führen, also hier aufpassen. Weiter kommen wir zur Alternative Nummer 2. Da sehe ich Omega-3-Fettsäuren. Ja, Omega-3-Fettsäuren sind ja bekannt für ihre blutverdünnende Wirkung und auch hier sollte man darauf achten, dass Omega-3-blutverdünnende Medikamente verstärken kann. Und wenn du präventiv Omega-3-Fettsäuren einnimmst, also zur Nahrungsergänzung oder eben auch mit dem entsprechenden Öl bei deiner Mahlzeit, hier eben Leinöl, dann sorgst du eben einfach für eine gesunde Fließeigenschaft deines Blutes. Interessant dabei ist aber, dass die Alpha-Linolensäure hier besonders wirkungsvoll zu sein scheint und für die Blutverdünnung ist sie weitaus besser geeignet als die langkettigen Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA. Ja, weiter geht's zur Alternative Nummer 3, nämlich zu Kurkuma. Genau richtig, in Sachen Herz-Kreislauf-Schutz und natürliche Blutverdünnung schrieb die University of Maryland Medical Center mit Stand April 2014 über Kurkuma. Studien zeigen, dass Kurkuma Arteriosklerose vorbeugen hilft und die Blutplättchen am Verklumpen hindert, somit also Blutgerinnseln vorbeugt. Ja, bezüglich Kurkuma empfiehlt man auch, dass man Kurkuma 2 Wochen vor einer geplanten Operation absetzen sollte, da die blutgerinnungshemmende Eigenschaft doch recht stark zu sein scheint. Also hier auch ein wunderbarer Indikator für die Wirkung von Kurkuma. In einer koreanischen Studie weiter von 2012 wurden die gerinnungshemmende Eigenschaften von Kurkumin, dem isolierten Wirkstoff aus Kurkuma, untersucht und überraschenderweise waren da die blutverdünnenden Effekte von Kurkumin so gut, dass es eben dann hieß, ein täglicher Verzehr des Gewürzes Kurkuma könne eben langfristig die gesunden Fließeigenschaften des
Blutes aufrecht erhalten. Ja, auch bei Kurkuma ist eben darauf zu achten, dass es synthetische Blutgerinnungshemmer verstärken kann. Also hier auch mit einem Arzt oder Heilpraktiker deines Vertrauens darüber sprechen. Und kommen wir gleich auch zur Alternative Nummer 4, und das ist aus meiner Sicht eben OPC. Ihr wisst, ich liebe OPC und nehme es seit Jahren tagtäglich ein. OPC hält ja für das Herz-Kreislauf-System hervorragende Eigenschaften bereit, und eben als super gutes Antioxidant schützt OPC eben die Blutgefäßwände vor oxidativem Stress und vor allem vor Angriffen freier Radikale. Die Blutgefäße bleiben auf diese Weise sehr elastisch und stabil, und es können sich eben dadurch keine Schäden und somit auch keine Ablagerungen bilden. Weiter wird OPC auch nachgesagt, dass es die Blutplättchenverklumpungen eben auch auflösen kann, und genau das, was mit Corona ja passieren kann. Hier meint man ja, dass bei Corona sich eben neue Ablagerungen an den Blutgefäßen manifestieren können. Und aus meiner Sicht wäre eben gerade OPC und Vitamin C hier eine wunderbare Möglichkeit. Ist ja so super gut und super wichtig eben für die Blutgefäßwandgesundheit. Ja, und last but not least sehe ich noch als sehr wichtige Alternative, und zwar als Alternative Nummer 5, den Knoblauch. Ja, viele von euch werden ja auch die bekannte Knoblauchkur mit Knoblauch und Zitrone kennen, die man ja auch deswegen macht, damit die Blutgefäße wieder mal so richtig ordentlich durchgeputzt und repariert werden. Ja, und deswegen macht es auch Sinn, Knoblauch verstärkt in die Nahrung einzubauen oder überhaupt eben diese Knoblauchkur immer wieder zu machen. Ja, Knoblauch soll eben den Cholesterinspiegel senken, sowie den Blutdruck und die Gerinnung hemmen bzw. eben Blutgerinnsel dadurch auflösen, sodass die kleine Knolle all jene Faktoren beeinflusst, die andernfalls eben zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen würden. Ja, leider gibt es diesbezüglich keine einheitlichen Aussagen über eine passende Dosierung sowie auch kaum geeignete Studien. Doch ihr kennt ja meinen Spruch, probieren geht über studieren. Natokinase, Omega-3, Kurkuma, OPC und eben Knoblauch empfehle ich mir selbst, und ich nehme außer Natokinase zurzeit alles sowieso regelmäßig ein und jetzt gerade noch verstärkter. Hier noch ein kleiner Disclaimer, meine Lieben, Ich mache so keine Empfehlungen meinerseits. Besprich es mit deinem Heilpraktiker oder Arzt deines Vertrauens, wenn du dir selber unsicher bist, und übernimm in jedem Fall die Verantwortung für deine Gesundheit und dein Leben. Das ist sowieso das Wichtigste überhaupt. Ja, in dem Sinne, schaut auf meine Homepage bewusstgesund-geosixt-lebensmut.at. Da erfährst du auch Infos zur Dosierung, zu den Produkten und über Produkte, wenn du hier einfach auch mal nachsehen möchtest. In dem Sinne, alles Liebe, bis dahin, bis zum nächsten Video. Daumen hoch, Meinung in die Kommentare, Infobox, was auch immer. Ich habe euch lieb, wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo.